Velo ist ein mittelständiger, inhabergeführter Hersteller von Klebstoffen. Als Hightech-Klebstoffhersteller ist Velo in unterschiedlichen Branchen aktiv, aber wichtige Branchen sind für uns sicherlich der Bereich Elektronik, Mikroelektronik, Elektrotechnik, also denken Sie an das Thema E-Mobility. Wir haben unsere Kunden im Bereich Automobilzulieferer wie Bosch oder Continental. Sie finden unsere Klebstoffe aber auch im Bereich der Mikroelektronik. Zum Beispiel ist ein Velo-Klebstoff in jedem zweiten Mobiltelefon zu finden und wir denken, dass wir auch in jeder, in 10, ja, in 80% aller SIM-Karten vertreten sind. Der Sitz von Velo ist in Oberbayern, in Windach, und wir haben mehr als 420 Mitarbeiter hier beschäftigt. Velo hat 6 Niederlassungen und Repräsentanzen und ist in über 60 Ländern international aktiv. Idee ist immer, etwas Besonderes zu bieten, was wiederum unsere Kunden dann unseren Kunden die Möglichkeit bietet, ebenfalls wieder etwas Besonderes zu machen. Wir haben bei Velo schon seit über 10 Jahren ein CRM-System im Einsatz gehabt. Insofern verfügen wir über viel Erfahrung mit dem Umgang mit CRM-Systemen und haben natürlich auch eine entsprechende Menge von Altdaten gehabt, was im Projekt auch eine besondere Herausforderung dargestellt hat. Wir haben uns für Genesis World entschieden, weil uns das Programm in unserer internationalen Vertriebsarbeit einfach sehr gut unterstützt. Unsere Vertriebsingenieure agieren eben auf allen Kontinenten und so sind wir darauf angewiesen, dass wir das Know-how zur gleichen Zeit an allen Orten haben, weil unsere Kunden zum Beispiel, denken Sie mal an einen großen Automobilzulieferer oder ähnlich, das einfach von uns erwarten. Gleichzeitig haben wir das Bedürfnis, unser Know-how natürlich zu schützen und nicht alle Informationen für alle Mitarbeiter freizugeben. Und genau da bietet Genesis World eigentlich sehr schöne Standardbausteine, die es uns erlauben, hier einen guten Kompromiss zwischen Bereitstellung von Informationen und andererseits Schutz von firmenkritischem Know-how zu treffen. Das Thema ist natürlich auch sehr komplex, weil wir über mehrere Zeitzonen agieren. Das heißt, in den USA und in Asien sind natürlich völlig andere, teilweise auch Datumsbereiche mal da. Das muss ein CRM-System bei der Replikation der externen Daten natürlich leisten können, dass es hier zu keinen Überschneidungen kommt etc. Bei unserer internationalen Projektarbeit haben wir eigentlich eine hohe Verzahnung im Haus angestrebt. Das bedeutet, dass wir auch unsere gesamte Projektarbeit in Form von Laborarbeit, Messen, Ablegen von Daten, entsprechende interne Besprechungen und so weiter mit dem Engineering komplett in Genesis World abgelegt haben. Wir haben uns für MPL als Partner bei der Umsetzung unseres Softwareprojektes entschieden, weil wir hier von Anfang an das Gefühl hatten, auf einen Partner gestoßen zu sein, der sich sehr gut in unsere Abläufe hereindenken konnte und diese dann in Form von Workflows etc. in der Software umgesetzt hat. Außerdem haben wir mit MPL einen Partner gefunden, der uns bei der Weiterentwicklung von Genesis World sehr gut begleitet. Das bedeutet bei uns konkret, die stark wachsende Firma braucht immer wieder neue Anpassungen, Lösungen, um eben unser internationales Wachstum, unsere Struktur in Genesis World abzubilden.